vielen Dank, dass auch wir die Chance gekriegt haben, hier nominiert zu werden. Ist für uns ein Riesenerfolg an dieser Stelle schon mal. Wir haben eine Lösung, um ein Smart-Home-System wirklich komplett zu machen. Wir beschäftigen uns in diesen Bereichen Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienespülstationen und die Heizungsüberwachung. Jedes der einzelnen Produkte hat seine eigenen Funktionen, seine autarken Funktionen. Und jedes Produkt für sich wiederum ist einzigartig. Es gibt im Grunde in dieser Komplexität keine Wettbewerbssituation für uns. Wir haben ein System geschaffen, um halt Kleinstleckagen feststellen zu können. In diesem Zusammenhang hat der Kunde vielleicht auch noch zusätzlich eine Wasseraufbereitung mit drin. Die Geräte kommunizieren untereinander. Wenn ich einen Leckageschutz habe und eine Leckage wird angenommen, sperrt das System ab. In dem Moment müsste aber eine Wasseraufbereitung noch einen Prozess durchführen, wo Wasser benötigt wird. Durch diese Kommunikation über den Server findet dann hinterher der Prozess, die Funktion statt, dass der Leckageschutz erstmal nicht absperrt. Also da wird ein Vorrang dann hinterher geschaltet. Die einzelnen Armaturen funktionieren für sich autark. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns auf sämtlichen Plattformen aufzuschalten. Und uns ist es gelungen in den letzten Jahren, dadurch dann auch, wie Herr Dr. Verwein das eben oder heute Vormittag mehrmals sagte, Kooperationen zu gründen, um halt dann mit unserem System auf Fremdplattformen uns aufzuschalten. Vielen Dank. Der erste Platz geht, ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, an Hans Sasserath. Ist ein Riesenzeichen mit unserer Motivation, weiter nach vorne hinzugehen. Motiviert sind wir, einfach mit der Neuentwicklung unsere Armaturen weiterzuentwickeln, neue Protokolle zu erstellen, neue Kooperationen zu finden. Ist für uns auf jeden Fall weiterzumachen.